Hallo liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. So, wir sind hier gerade in Trevors Wohnung, in der neuen Wohnung. Hier sieht es wenigstens ein bisschen ordentlicher aus als in der alten Rumpelhütte, wo die Zigaretten und so auf dem Boden lagen. Hier sieht es wenigstens ein bisschen aufgeräumt aus. Können wir was machen? Wir können, glaube ich, ja, Fernsehen will ich jetzt nicht schauen. Ist denn jemand da? Können wir denn an den Kühlschrank gehen? Ich habe Hunger. Was? Nicht mal Bier da? Was ist denn hier los? Na gut. Wo ging's denn jetzt nochmal raus? Nee, das war das Schlafzimmer. Das war das andere Schlafzimmer. Wo ging's hier denn rein? Das war, glaube ich, das Badezimmer. Jawohl. Okay, da ging's raus, glaube ich. Da ging's raus. So, die Frage ist natürlich, was machen wir denn heute? So. Steigen wir mal wieder in den schönen Truck rein. So, und Radio ausschalten wegen GEMA. GEMA weg. So, und noch eine kleine wichtige Information jetzt am Anfang, weil es ja einige von euch noch nicht kapiert haben. Ich nehme, wie gesagt, mit den USB-Grabber auf und wie ihr wisst, ist der USB-Grabber nicht für HD gedacht, deswegen kann man die Schrift manchmal nicht lesen. Es tut mir leid, Freunde. Ein Vergehen. Ja, es ist halt so, der Grabber kann doch 50 PAL aufnehmen. Man kann ja unterscheiden zwischen 50 und 60 PAL bei der Xbox und der kann halt nur 50 PAL aufnehmen. Und da ist halt die Qualität nicht so gut. Ich finde sie aber ausreichend für den Anfang kommen, das geht. So, und ich hoffe, dass es jetzt wenigstens ein paar jetzt wissen. So, die Frage ist jetzt, was machen wir denn heute? Ach hier, das wollte ich schon mal hinweisen. Das ist die Randale, das mit dem Totenkopf, mit den Orangen, das sind Randale. So, die Frage ist, was machen wir denn? Ne. Michael? Alter, die treffen wieder aufeinander. Die haben sich jetzt beim hier Vorspann, wo man am Anfang geht, ja, die erste Folge geht, ja. Wo die in den Schnee. Na, wie sagt man, in den Schneegebiet waren. Da dachten ja die erst, Trevor, Michael ist tot oder wie das war, ich weiß es gar nicht. So, na gut, da fahren wir mal hin. Huch, hallo, fahr mal los. So, ich komme auch zurzeit irgendwie nicht mehr hier aufzunehmen, als zumindest GTA, Xbox und so. Ich habe zwar diese Woche... Alter! Lass mich raus! Ja, da wird überfahren, das mir... Ach. Ich fahr mal... Alter! Jetzt will der... Ja, ist mir egal, jetzt hab ich ihn überrollt, ist mir egal. So. Der hat's provoziert. Was? Retrack? Ich dachte, du liebst virtuelle Menschen. Ja, liebe ich auch, aber wenn sie mir auf den Senkel gehen, dann sind sie bei mir nicht in guten Armen. Und deswegen habe ich ihn überrollt. Vielleicht ist er ja gar nicht tot. Vielleicht ja... Ah, Alter, Polizei! Leck mir... Ne! Willst du... Hä? Wo haben wir denn jetzt Polizei bekommen? Willst du... Ja, okay. Warum haben wir denn Alter! Warum haben wir denn jetzt Polizei bekommen? Willst du mich verarschen? Warte mal, ich nehme mal hier gerade einen Umweg. Alter, willst du mich verkohlen oder was ist los? Warte mal, ich wartet mal gerade hier. Sehen die uns hier drin? Ich weiß es nicht. Nein, sieht nicht so aus. Ich warte mal ganz kurz hier drin. So, jetzt sind die Bullen weg, Alter. Warum habe ich denn jetzt einen Bullenstern bekommen, bitteschön? Alter, die sind mir vor den Weg gefahren. Ich musste ausweichen. Entschuldigung, sollte ich sie rammen oder was los? Alter, da fragt man sich wirklich mal hier bei den Bullen. So, ja, was ich noch sagen wollte, wie gesagt, ich kann zurzeit nicht viel aufnehmen, deswegen schaffe ich noch meistens 2 Folgen von Xbox GTA und hier FIFA aufzunehmen.
Weil wegen Schule und so weiter, pipapo, kennt ihr alles. So, deswegen komme ich da meistens nicht dazu. Morgen haben wir Wochenende, da habe ich vielleicht ein bisschen wieder mehr Zeit. So, jetzt bin ich aber gespannt auf das Aufeinandertreffen mit Michael. Oh oh. Das kann ja lustig werden. Wo ist denn der? Ach. Okay. There you are, you little shit. You looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this Graham? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner. But, can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Mays Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go! Come on! So, begib dich zur Maze Bank Arena. Okay. Na Mensch, da haben die es erstmal wieder aufeinander getroffen. Trevor und... Hallo, steigt er jetzt auch mal ein? Also, ich muss ihn gerade steuern. So, und Trevor fährt, das kann ja nicht gut gehen. Okay, und dann geht's los. So, jetzt schalte ich noch das Radio aus, wegen der GEMA. So, und ab geht die Luzi. Achso, was ich noch machen wollte, sorry. Weil es ja doch ein bisschen leise war, wartet mal. Wo war... Nein! Einstellungen. Audio! Wo denn das? So, Musik mach ich mal aus, deswegen braucht man nie Musik anmachen. Das mach ich mal aus. Und Geräuschestärke mache ich mal so. Ich hoffe, dass es gut geht. Okay, dann haben wir das. So wollte ich einfach mal machen.
I'm about to clean it up when I find this bag of grass. Big fucking bag. Jimmy's, right? Okay. Just that moment, Amanda comes in. Sees me there with. I didn't ask for a blow-by-blow of how you lost your last ounce of masculine pride. I wanted to know what you've been doing for a decade. Easy, T. Don't tea me. Hey, if anyone needs kale, my friend. I'm beyond kale, okay? It's too late for kale. And it's magical powers to have any effect on me. Fine. Or yoga. Or talk therapy. I'm a crank, cannibalism, an incest kind of guy. Oh, don't worry, T. They'd skip that talk and go straight to shock treatment with your ass. You two chilled out to say my name, you fat slob. You two relaxed and you laid back Los Santos embarrassment, huh? Is one letter all you can bring yourself to wrap your slothful lips around? Whoa, dude, you do not let... I got 10 years worth of venting to do. The let-up, my friend, is a long way off. Fine, fine. Do what the fuck you want. Want? Well, I want to save your daughter from making an ass of herself. Oh, really, man? Really? What is it? Money or a fight? What? What do you come here looking for? I came looking for you. And I found you. Yes, you did. I know who you are, Michael Townley. You're in a new place with some new friends and some fruity fucking habits, but you're still my running buddy. You can't undo that. Yeah, sure, okay, whatever. Great! Okay, this'll be it. The Maze Bank Arena. Let's find them. So, geh hinein, okay, das machen wir auch jetzt. Ach Mensch. Oh, sorry. Oh. Ja, da rennt er weg. So, okay, wer ist die kleine Tochter wieder ausgebüxt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Come on, you dipshit. Ah, that host, man, he's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that! Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. It is quiet. All right. Yeah. That was really... All right. It's the auditions, Fame or Shame, Season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. 3, 2, 1. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night, you wouldn't make love to me. You went fast asleep. Yeah. You wouldn't even talk to me. Take what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. Mm. Get down. Stop a 20 in this. Oh! Fucking something about this. That's enough. Oh! Jetzt greif ein, Alter. Na endlich. Hey, I got security. Security! What you fucking say? Come on, big guy. Come on there. No! Fuck off! Geil. Trevor halt. Oh. Scheiße. Renn, Michael, renn, Alter. Ah! Ach, Alter. Scheiße. Ah, they towed us. We gotta take the truck. There, we take the truck. Steig in den Truck, okay. Steig in den Laster. Ach, der rote. Ja, mach dich raus hier, Vogel. We're running that prick down. So, okay, Alter, jetzt müssen wir den verfolgen. He took a left.
Alter, in den großen... Uah, scheiße, in den großen Truck. Na, ist klar. Scheiße. Ach du Scheiße, sollen wir den jetzt umbashen oder was soll man? Komm mir mal um die Kurve, Alter. We're gonna flatten his toy car in this big rig. Don't you worry. Den hörst du doch niemals ein. Und vor allem, wenn hier so viele Fahrzeuge sind. Ah, der rote da vorne, das ist auch jetzt gibt's ja ganz schön Gas. Just push him off the fucking road. It's only a battery car. Come on. This ain't exactly a race. Jetzt, komm, 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 komm. Ah, Alter, willst du mich verarschen? Drecksack. So, zum Glück haben wir einen Truck, der kann überall durchspechen, das ist kein Problem. Aber das Auto ist darum schneller. Wir haben der jetzt lang. Wow! Alter! When we crush his little toy car, who knows what'll happen? Ach du Scheiße. Ah, den kriegst du doch niemals, Alter. Drecksack. Der natürlich in seinen roten Flitzer da vorne, der ist ganz schön schnell. Scheiße. Ja, toll, und jetzt im Tunnel. Oh, der Truck macht schon Spaß, das kann man schon sagen, das ist geil. Alles, was in den Weg kommt, wird weggewischt. Alles. Also die Polizei. Nur Notfall, ne? Nie im täglichen Leben nachmachen. Es kann böse enden. Head right up here. Can't get enough of the celebrities, can ya? So, Alter, wie muss ich denn den jetzt aufhalten? Das ist doch viel zu schnell für mich. Jetzt vorüber. Dankeschön. So. Na komm, irgendwie werden wir den Drecksack doch aufhalten müssen. Alter! He's going down into the LS River. I can see that. Wow! I hate that closeted man Kacke. On the TV. Ne. I hate him on the radio. I hate him even more. Ach, wir hätten noch den Hänger abkuppeln können, oder? I've never even seen him before. Oh, you have. Na komm, Alter. And now that you know him, you'll see him everywhere. Alter, wo ist der? Ah! Sag nicht, der hat eine Panne. The little shit's all out of juice. Ah, geil. Freundchen. Hey, 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 guys. You run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Was? Okay. There you go. Ich hoffe, das ist jugendfrei. Right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity. I mean, I need music or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on. Lower. Sorry, Freunde. Lower. Come on. Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on. Get up. Take off. Go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit.
I'm going home. The fuck did you do it without me for 9 years, huh? Oh, shit. Oh, merda. Dave. We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Okay, Freunde. Erfolg freigeschalten. Wiederbelebte Freundschaft. Jawohl. Trevor und Michael sind wieder Freunde. Und das nicht auf Facebook. So, die Frage ist, können wir jetzt speichern? Genau, Schnellspeichern machen wir mal. Schnellspeichern vor allen Dingen. Schnellspeichern. So, und da beende ich erstmal die Folge. Die lustige Folge am Ende. Ja. Okay, Freunde, dann sage ich mal Ciao mit V. Bis dahin, Freunde.